So, hallo und herzlich willkommen zu My Magic 6. Ach Mann, nein, zur Österreich-Rundfahrt, Etappe Nummer 4. Was hast du gesagt? Oh, mein Mund halten mit dem My Magic. Ja, ist echt so, ey. My Magic ist echt das Game. Irgendwann werde ich mal den Tag nehmen, da werde ich definitiv Langeweile haben. Und dann ist es so. Dann werde ich eins tun. Nee, und dann werde ich mal ein Video zusammenschneiden, wie oft du das gesagt hast. Wow. Okay. Heute geht's von Adaggermarkt nach Sonntagberg. Ich traue Österreich. Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall sehr lustige Namen. Die Favoriten für die heutige Etappe sind Diego Lisi, Alexis Buermo, Gorka Izagirre, Wachenbargi. Dann haben wir da wieder Villela, Jesus Errada, Max Soler, Alessandro De Macchi, Patrick Konrad, Anthony Roux und David Goudou sind die Favoriten fürs heutige Rennen. Was ist deine Prognose so? Okay. Ja, ziemlich schwer zu sagen, ne? Wenn ein Computer gesteuert ist. Definitiv. Aber, ja, ich würde sagen, wir holen uns den Win. So ist es einfach. Aber ich würde sagen, ganz locker. Bis nach dem Ladescreen, ne? Let's go. So ist es. So, Leute, da sind wir hier bei dieser lustigen Etappe. Ich würde sagen, Jan Brockhoff, ab geht's, ne? Hast ein Bergtrio zu verteidigen, ne? Von daher, Abfahrt. Ganz einfach. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich es mit ihm mache. Ich meine, er hat jetzt halt schon Punkte, ne? Von daher probieren wir es einfach. Ja, es wär Schwachsinn, das nicht mit ihm zu tun. Ja, eben. Von daher fahren wir einfach mal voraus. Schauen mal, wer noch so hinterherkommt. Ob überhaupt noch jemand hinterherfährt oder ob wir jetzt hier die große Soloflucht machen. Ich meine, wäre für mich auch okay. Die beiden Bergwertungen würden wir dann einfach mitnehmen und dann ja, würden wir den Rest halt gammeln. Sozusagen. Es wäre okay. Also, ja, ärgerlich, was da auf der letzten Etappe passiert ist. Anders kann ich es echt nicht sagen. Der Sturz ist einfach nur ärgerlich. Einfach 2 Minuten verloren wegen einem Sturz. Im Ziel praktisch. Echt scheiße, wie gesagt. Aber ich würde sagen, NGU, ja, stay positive. Ja. Wir geben uns halt auf. Natürlich. Bringt ja nichts, ne? Das bringt ja nichts. Ich meine, ich rieche mich jetzt nicht auf, aber das ist nicht normal. Ja, wir haben uns ja vorhin schon abgefuckt drüber. Ja, und deswegen eben. Haben wir drauf spucken jetzt und weiter geht's, Alter. Und ich würde sagen, wir hauen die Eier definitiv, hauen wir auf den Tisch. So sieht's aus. Du hast den Plan, Alter. So redet ein Mann, der den Plan hat, der den Durchblick hat. Nee, das ist die mentale Stärke von FIFA 18. So ist es, Alter. Das, was du bei Mario Sunshine nicht gelernt hast, das hast du jetzt durch FIFA eingeimpft bekommen, Alter. Und das ist nur so. Geil. Und es ist nur so, sagt er. Es ist nur so. Ja, gucken wir mal. Also Jan Brockhoff ist hier tatsächlich allein unterwegs. Da hat irgendwie gar keiner Bock hinterher zu gehen. Also heute Ausreisergruppe nicht so, Jungs. Wenn man bei so einer Rundfahrt das Bergtrikot gewinnt, ne, das gibt auch extra Saisonpunkte für den Fahrer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und fürs Team, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Manche behaupten ja, manche nein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich leider gar nicht. Ich kann da nichts dazu sagen. Oh, jetzt gibt's Attacken. Aus dem Feld heraus greifen ein paar Leute an, die schon Bergpunkte haben. Zum Beispiel Salvador, Shaw, Daniel und auch Marc, sage ich schon. Jan Bartha. Nicht Bartra, sondern Bartha. Das ist ein kleiner Unterschied. Bartha, ja, es dürfte ein Unterschied sein. Mhm. So, Brockhoff holt sich die Bergwertung vor Bartha und Daniel. Dann Salvador und Shaw. Von daher also schon mal ein paar Punkte. Ja, wobei, dadurch, dass Bartha jetzt Zweiter wurde, haben wir gar nicht viel gut gemacht. Nämlich gerade mal 3 Punkte Vorsprung haben wir jetzt. Aber immerhin 3 Punkte, ne? Immerhin 3 Punkte, ja. Aber der hängt uns jetzt am Arsch. Also die nächste Bergwertung wird dann dementsprechend wichtig und auch richtig. Ja, von daher dürfen wir nicht schlechter als Zweiter werden, wenn wir das Bergtrikot behalten wollen heute.
Aber das sollte ja eigentlich drin sein. Gügemömmö. Hier. Werden rasieren. So ist es. Ja, in Sachen Gesamtwertung, ich denke mal, heute wird dann nichts passieren, außer es ist wieder... Ja, heute ist aber ziemlich windstill. Also, glaube ich mal, wird es nicht so eine komische Etappe wie gestern. Gibt halt einen kleinen Hügel am Ende, aber... Ah, der ist schon steil, ey. Aber da wird nicht viel passieren, auf jeden Fall. Große Abstände wird es da nicht geben. Von daher gucken wir mal, ne? Ja, wir haben uns überlegt dann, was für die nächste Etappe, für die Berg-Etappe, da uns das ein oder andere uns überlegen, um die 2 Minuten wieder wegzumachen. Richtig. Absolut dick. Ja, gucken wir mal, wie sich auch Brajkovic heute schlägt. Ich meine, momentan haben wir ja so gesehen 2 Fahrer, die hier als Kapitän fahren können, weil Brajkovic ist jetzt auf einmal auch genauso gut oder schlecht platziert wie Verwacke. Und da der ja auch momentan seine Bestform hat, kann der vielleicht auch nochmal irgendwie als Helfer nochmal eine Rolle spielen oder so. Schauen wir mal. Ist halt wie gesagt doof. Aber mein Gott, das ist halt wie es ist. Gut, ein paar andere Fahrer hat es ja auch getroffen. War ja nicht alleine beteiligt. Manche sind ja sogar ausgeschieden. Also ja, stimmt. Thomas Dechen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe. Ich glaube schon. Ja, hast du. Habe ich. Hast sehr gut. Mhm. Ist zum Beispiel ausgeschieden. Also das ist natürlich viel, viel schlimmer. Und ich hatte auch schon so die Befürchtung, ey, hoffentlich steht der jetzt auf. Ey, das wäre echt das Schlimmste gewesen. Ja, oder das Schlimmste wäre eigentlich, er steht auf und fällt wieder um. Ja, das haben wir auch gesehen. Das geht ja auch. Also... Das geht auch. So, jetzt gibt's die erste Attacke. Salvador greift an. Der Italiener. Und Brockhoff hat da direkt eine kleine Lücke. Ja, das ist natürlich richtig clever gewesen jetzt. Der hat da direkt die Lücke gelassen. Richtig schlau. Ja, super. Das war ja richtig Schrott jetzt. Bartha ist immer doof, wenn man so einen direkten Verfolger mit hat, ne, weil man muss natürlich immer am Berg dann noch verausgaben. Ja, siehst du, und genau diese Situation, die meine ich, das ist nicht mehr so leicht wie früher, die Bergwertung zu gewinnen, weil die halt auch gucken, wenn du vorne ausreißt, dann gucken die auch, ob du gefährlich bist. Also das ist wirklich schwieriger geworden. Das stimmt allerdings, ja. Ja, so ist das. Also, Jan Bartha gewinnt die Bergwertung, aber ich sage mal so, Punktsieg für ihn, aber... Das ist noch lange nicht gegessen, dürfen wir noch haben, oder? Bitte? Trikot dürfen wir aber noch haben, oder? Nee, das ist weg. Jan Bartha hat jetzt 28 Punkte, wir haben 23 und Enrico Salvador hat 20 aus Italien. Oder man muss halt aber echt sagen, geh mal kurz nochmal auf den Bartha. Ja, der ist nicht schlecht. Der ist gerade am Hügel vor allen Dingen. Bitte? Wir haben ja am Berg 60. Ja, ja. Das ist und am Hügel halt auch nicht sehr viel, also von daher... Ist das schwierig, aber ja, wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Wir werden sehen und ich denke mal, wenn dann die richtigen Berge kommen, da gibt es ja auch erst richtig Punkte. Und da kann ja sowieso dann noch ganz, ganz andere Rennsituationen entstehen. Vielleicht rückt dann irgendein anderer noch in den Fokus, was die Bergwertung angeht. Wir schauen mal. Ja, ich denke mal auch. Also ja. So, schauen wir mal, dass wir wenigstens wieder zurück in die Gruppe hier kommen. Mal gucken, vielleicht können wir ja... Na okay, das wäre halt... Was denn? Ja, ich dachte, vielleicht können wir mit dem Verwackel irgendwie dann ins Bergtrikot, weißt du, wenigstens, aber... Ja, kann ja passieren. Weiß man jetzt noch nicht. Oh, was ist hier passiert? Hier ist irgendwie eine Gruppe. Mal gucken. Ja, müssen wir gucken, klar. Schauen wir halt mal. Warum auch nicht? Also, Brockhoff kann das Bergtrikot noch gewinnen. Also heute zumindest. Und zwar, wenn wir die Etappe gewinnen, dann kriegen wir das Bergtrikot. Also, wenn Bartha keine Punkte bekommt. Sagen wir es so. Dann hätten wir es. Aber, ja gut, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja gut. Aber probieren mal schauen. Unser Bestes, ne? Mal gucken. Ja. Man weiß ja nie. Wir probieren unser Bestes. Besser. So, ich spule hier mal einen Zeitraffer-Modus vor, weil passiert ja gerade nicht viel. Brockhoff hat sich wieder relativ gut erholt, ne? Ja, ist ja jetzt hier auch die ganze Zeit bergab gegangen, flach gewesen. War eben noch ganz schön am Arsch aus der Team.
Ja gut, der ist halt auch ein Mann. Definitiv. Ein Deutscher, ne? Ist ein Deutscher, ja. Absolut richtig. Ja, er ist auch nicht so schlecht, also er hat zwar keinen grünen Wert, ja, aber er kratzt halt bei vielen Werten so ans Grüne dran. Aber wie gesagt, am Berg ist er ja, halt... am Berg ist er eigentlich eine Katastrophe, das muss man wirklich sagen. Hügel geht, Zeitfahren geht, Sprint geht, aber Berg ist wirklich nicht seins. Da ist absolut dick. Dick. Wie alt ist der? Boah. Der müsste so alt sein wie ich, so 23 um den Dreh rum, 22. Irgendwie sowas. Okay. Also, ja, mal gucken. Ups, jetzt habe ich hier Steam aufgemacht, ey. Meine Güte. Lel. Stämme. Die Stämme. Immer noch eines der besten Spiele. Absolut. Weltweit. Werde ich auch irgendwann noch Let's Play in so ein paar tausend Folgen. Ich habe letztens, weil der Arzt nicht wusste, was er im Stream spielen sollte. Hast du gemeint, die Stimme? Nur in den Chat gepostet, die Stimme. Wow. Sehr gut. Er ist aber nicht auf den Link gegangen, weil er mir nicht geglaubt hat, dass es dieses Spiel tatsächlich gibt. Das ist sehr schade, da hat er viel verpasst. Echt so? Oder auch nicht. Was ist, wobei das im Stream eigentlich eine ganz lockere Sache wäre. Was denn? So Online-Fußballmanager. Ja, aber im Stream wäre es eigentlich halt sau langweilig, weil du kannst da nicht viel machen. Ja, aber das ist halt einfach, es gibt so Streams, zum Beispiel bei FIFA streame ich ja auch gern einfach nur Menü, weil man ist dann halt so voll mit der Community, weißt du, also der Stream lebt dann von der Community, dass da im Chat interaktiv ist und so, weißt du. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil bei der Weekend League, sind wir mal ehrlich, da bin ich alles andere als aktiv mit der Community, weil da brauchst halt die volle... Das ist eigentlich krass, dass diese Streams so laufen. Weil eigentlich sitzt da einer, der guckt nur vom Bildschirm und der redet halt nur kurz zwischen den Spielen und das war's. Ja. Ja, ist halt spannend, ne, zum Zuschauen. Von daher. Ja, schon. Das ist halt das Ding, wo das Ding ist, sag ich mal. Das Ding, ja. Genau. Noch 30 Kilometer, 31er war da eben bei mir, ne. Ja. Würde mich schon mal interessieren, bei mir ist jetzt 30,3, wie viel ist bei dir? 28,9. Wow. Also ist schon ein bisschen Unterschied. So, Borkov ist jetzt auch schon eingeholt. Ja, das ist schade. Das ist definitiv schade. Aber was willst du machen? Das ist jetzt halt scheiße. Was denn? Aber das Ziel ist es, gibt es Bergpunkte? Das gibt Bergpunkte, 6 Stück, ja. Natürlich. Ja gut, ist nicht schlimm. Der suboptimal. Der Bartha wird das Ziel nicht als erster erreichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, stimmt. Das wird der auch nicht schaffen. Ja, gut, das denke ich auch nicht. Das denke ich auch. No. Von daher... Wie so komisch, ne, dass Bartha ein Tscheche ist, weil man halt immer den Spanier im Kopf hat. Ja. Ja, der ist ja gewechselt, ne? Der ist zu Betis. Was? Ja. Wieso? Was ist denn da los? Der war ja noch gar nicht lang da. Weil Dortmund hat irgend so einen Typi für die Abwehr geholt, der teuer ist, und der hat unter dem einen Trainer nicht mehr gespielt gehabt. Okay. Wobei ich es halt nicht check, weil ich finde, Bartra ist ein mega starker Innenverteidiger. Also. Vor allem ist halt auch ein Innenverteidiger, der halt auch irgendwie ein bisschen nach vorne was kann. Haben die den nicht erst Anfang der Saison geholt? Auch noch so voll mit den Erwartungen und so? Und boah, guck mal, Barcelona-Spieler, dies, das? Also entweder Anfang der Saison oder letzte Saison, ich weiß nicht. Krass. Warte, ich guck mal. Ja, letzte Saison, glaube ich. Warte, ich guck. Ja, ist echt krass. Und dann Betis. Ist jetzt auch nicht so der Verein. Aber die stehen, glaube ich, ganz gut. 2016 bis 18, 2 Jahre, ja. Okay. Warte mal. Live-Score. Live-Score, genau, wegen der Tabelle. Warte. Lul. Chelsea verliert einfach 4-1 in Watford. Lul. Watford. Wir haben letzte Woche 3-0 verloren und jetzt 4-1. Schmeckt. Läuft. Ja, gut, 10. Platz. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er halt keine einfach. Vielleicht wollte er auch einfach weg. Keine Ahnung. Ja, kann sein. Heimweh. Einer meinte ja, aber da hab ich gemeint, Junge, das ist auch ein Arsch offen. Hat gemeint, vielleicht hat er Angst wegen Anschlägen. Hab ich gemeint, Junge, in Spanien gibt's noch mehr Verfick. Ich wollte gerade sagen, es kann ihm in Spanien genauso passieren. Vor allem in Spanien gab es ja auch einen Anschlag, also so ist ja auch nicht. Ja.
Ja, das ist kein Argument. Naja. Ja, wahrscheinlich hat er sich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Na, steckt mich drin. Manche die Mannschaft, ich denke mal, der Aubameyang hat halt auch einfach viel, also mal blöd gesagt, aber ich glaube, der Mann hat einfach viel auch im Verein kaputt gemacht. Ja, also unter der Mannschaft steckt's so. Nicht drin. Das kann schon sein. Ja. Na gut, ja. Wir schauen mal. Wir schauen mal, der letzte Anstieg kommt jetzt nämlich gleich. Wir sind jetzt auf den letzten 5,6 Kilometern. Und gleich dürfte es dann steil bergauf gehen. Also ich bin mal sehr gespannt auf diese Rampe. Ich meine, die ist hier schon auf der Karte so richtig schwarz verfärbt. Also, da warte ich jetzt eine richtige Wand. Ja, so die letzten 2,83 Kilometer. Mhm. So, Quinciato macht das Tempo jetzt. Da Jeux Desert mit Yule aus Kanada. Bargui ist auch vorne mit dabei, jetzt gleich zu sehen. Ulissi ist natürlich mit am Start. Aber wenn der was kann, dann sind es auf jeden Fall Hügel. Das will er heute definitiv zeigen, denk ich mal. Ja, safe. Geh ich auch von aus. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob es so clever ist, dass der Brajkovic mich beschützt. Ich habe das Gefühl, der bremst mich eher aus. Ich würde den Brajkovic wegschicken. Schick den weg. Angreifen oder was? Na, ja. Nee, der, also ich will die Gruppe auflösen halt. Ja, ja, habe ich jetzt auch gemacht. So, Vuillermo kommt jetzt vor. Ulissi sieht gar nicht mehr so gut aus. Muss man einfach mal so sagen. Fairbacke hingegen sieht noch ziemlich gut aus. Der sieht sehr, sehr gut aus. Denk dann, du kannst ihn noch eher genau. Ja. Und der kommt. Ah, jetzt kommt halt wirklich der steile Part. Fairbacke kämpft hier aber richtig stark, muss man sagen. Ja, für, macht's gerade echt gut. Ja, für einen Sieg reicht's nicht. Den holt sich. Ja, aber den holt sich. Wenn jetzt keiner von hinten kommt, Top 10 dürfte eigentlich. Ja, drin Top sein. 10 locker. Also, Alexis Vuillermo holt ja, sich hier weißt, den Sieg. Nee, guck, der Orangene kommt jetzt auch nochmal von hinten. Also manchmal. Mhm. Wenn die mal am Abkacken sind, dann. Ja. Ja, aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Platz 5 für Verwacke, bei mir ist er schon im Ziel gerade. Und okay. Brajkovic wird sogar noch 9. Also doppelte Top 10 gleich. Nice. Ja, ordentliche Platzierung. Der gute Verwacke ist aber halt auch echt nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht, sagen, ja. War ein guter Einkauf. Hast du den verlängert? Also bleibt er? Ja, der bleibt eh, der hat noch einen Vertrag. Also wichtig, wichtig. Von daher passt das. Ja. Nice. Ist halt wieder traurig, weil er halt die Leistung bestätigt, ja. Die er schon gezeigt hat. Aber gut, ja. das macht dir nur Hoffnung. Also Alexis Vuillermo holt sich den Sieg. Ziemlich locker. Vorkocker, Isagire und Jan Hirt. Dann Patrick Konrad. Aber gut, Vilermos war auch da, ne? Ja, der war halt wirklich stark, das muss und man sagen. Und Isagire war für mich auch Favorit. Ja. Wo ist Soler gelandet? Ich hab das Soler gar nicht gesehen. Soler nicht unter den Top 10 auf jeden Fall. Fünfter wird Fairwacke, dann Ulissi, Tarame, Gudu, Brajkovic und Demarki. Das sind die Top 10. In der Gesamtwertung führt weiterhin Vuillermo. Zweiter ist jetzt Patrick Konrad. Dritter Gorka Isagire. Dann David Gadou und dann Marc Soler. Also ich glaube, der hat sogar ein bisschen Zeit verloren. Weiß nicht, aber irgendwie so gefühlt die Talente, ne? Wenn die PC gestört sind, verkacken die auch oft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bergwertung kennen wir ja, führt jetzt Jan Bartha, also mit 5 Punkten Vorsprung vor Jan Brockhoff. Dritter ist dort, wie gesagt, Salvador. In der Punktewertung führt weiterhin Vuillermo vor Diego Lissi jetzt und Gorka Isagire ist dort Dritter. In der Nachwuchswertung führt weiter der Franzose David Gaudu vor Marc Soler und Manuel Senni ist jetzt auf Rang 3. Verwacke ist wieder 10. immerhin, also da ist er schon mal wieder mit dabei. Und in der Teamwertung führt weiter Movistar vor Bora und BMC. Weiterhin nichts zu sehen von Kaya oder von Austria Cars, aber gut. Macht ja nichts, ne? Ne, ja. Jetzt gucken wir mal, wo Soler gelandet ist. Also Soler wurde heute 15. Geht eigentlich. Ja. Aber der Gork. Ja. War jetzt auch nicht einfach die Etappe. Nee, also das Ziel ist. Das stimmt. Ja, wobei er halt auch 77 im Hügel hat. Also eigentlich von den Werten her ist er ja schon besser als Verwacke oder so, aber gut. Aber gut, steck mich. Ja, stimmt. So, gucken wir mal, ob es irgendwas Neues gibt in Sachen Transferierungen. Ich bin mal gespannt. Die lassen sich ja alle gut Zeit, die Herren. Ja, ich finde das so ätzend. Ja, definitiv.
Luis Leon Sanchez sitzt auf gepackten Koffern, steht hier. Lass mal wirklich denen eine Mail schreiben, ob die das nicht irgendwie ändern kann. Ja. Das ist eine gute Idee. So, Luis Leon Sanchez liegt kein aktuelles interessantes Angebot von Astana vor, aber er hat andere Optionen, darunter Movistar, Katyusha und Lotto Jumbo, also. Okay, alles klar. Basti? Hm? Hole! Deine Chance, ich meine, ne? Ja, nee, ey. Der hat auch so astronomische Gehaltsvorstellungen, ey. Ja, gut. Der ist dann nicht. Ist er ein Star, ne? Ist ein Star. Muss man mal sagen, der Typ, der ist ein Star. Der hat auch den Plan. Jan Dieterin. Ja, Jan Dieterin hat hier eine Etappe gewonnen, ist mir gerade aufgefallen. Auch lustig. So, zweite Etappe. Was macht die Tour? Der Sibiu-Tour. Die Tour müssen wir gleich mal schauen. Hab ich gerade gar keine E-Mail bekommen, warum nicht? Oder habe ich die gelöscht? Wir schauen gleich mal. Wir haben den Plan. So, zweite Etappe der Sibiu-Rundfahrt gewinnt Thomas Vöckler, tatsächlich. Thomas Vöckler. Und bester Mann von uns war Nathanael Behane auf Rang 27, also naja. Naja, ne, sagen wir mal, naja. Naja. Sagen wir mal, ist okay. Ja, so kann man es vielleicht sagen, ja. So, was war der letzte Stand? Ah ja, fünfte Etappe gewinnt Romain Bardet, 11 Sekunden vor Chris Froome, Quintana und Port. Damit, ist so ein Übermensch. Ja, damit ist er auch in der Gesamtwertung erster. Zweiter ist Jarilson Pantano und dritter Chris Froome. Alles klar, okay. Also, ja, Froome wird noch kommen, oder? Ja, Froome kommt immer. Also, ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. In der gibt's noch? Vorletzte? Nein, vorletzte. Die was fünfte von acht jedenfalls. Oh, die wird heiß, da überlegen wir uns jetzt was. Die wird hoß, Alter. Also, bis dann. Bis dann, Alter. Peace.